Einen schönen guten Morgen aus Schmilka. Mal wieder ein anderer Übernachtungsplatz. Aber so ganz von den Bahnlinien kommt man hier nie weg. Trotz allem, wie ihr sehen könnt, ein schönes Fleckchen. Es ist jetzt kurz nach 7. Ich habe mal bewusst darauf gewartet, bis es hell ist mit dem Losgehen. Weil man sonst wirklich viele Bilder auch gar nicht so einfangen kann. Heute geht's los Richtung Winterberg. Großer Winterberg, kleiner Winterberg, irgendwie so, was auf dem Weg liegt. Also, wie immer, wenn ihr Lust habt, bleibt dran. Das hier ist übrigens der Grenzort Schmilka, direkt an der Grenze zur Tschechei. Und kurz dahinter endet er auch schon wieder. Und dort könnt ihr den Grenzübergang sehen. Hier macht der Wanderweg, Malerweg, doch seinem Namen alle Ehre. Schön durch so einen Torbogen hier durch. Hier an der Seite fließt so ein kleines Bächlein. Also Schmilka ist definitiv ein sehr gepflegter Ort. Ja, hier in Schmilka ist eine Bäckerei und gleichzeitig eine Brauerei, wo hier auch so eine Schaumahlmühle ist. Sehr schön, also hier duftet es nach leckerem frischem Brot und ja, alleine der Ort schon ein Besuch wert. So kurz unterwegs und schon wieder begeistert, so kann es gehen. Auch hier in Schmilka gibt es wieder mehrere Möglichkeiten, die man gehen kann. Ich werde jetzt aber den Weg Richtung Großer Winterberg gehen. Man kann jetzt, Moment, man kann diesen Weg gehen, über einen Karoda-Felsen da hinten, oder man kann hier direkt zum großen Winterberg gehen, was ich zuerst machen werde, weil ich wettertechnisch wieder so ein bisschen auf der Kippe bin hier. Die haben wieder viel Regen angesagt für heute. Ich habe auch die ganze Ausrüstung mit, was Regen angeht, und werde deswegen lieber wieder zwei Touren einzeln angehen, als jetzt hier eine große von 20 Kilometern oder mehr. Mache ich lieber ein, zwei kleine und kann dann jederzeit spontan entscheiden, wie und wo es weitergeht. Auch nochmal schön gekennzeichnet, die rote Tour, die ein bisschen anstrengender sein soll, aber dafür umso erlebnisreicher. Und um die Erlebnisse geht es mir ja hier. Und da geht es schon erlebnismäßig hoch. Schön. Da geht es weiter. Ganz schöne Steigung wieder. Es besteht jetzt die Möglichkeit, hier über den Erzgrund nach Großer Winterberg, die rote Markierung, dort hoch zu gehen. Oder hier die grüne Markierung. Die Strecke sind 15 Minuten Unterschied da oder da lang, das nimmt sich nichts laut Schild. Aber in diesem Kompasskarten wird empfohlen, den Weg hier grün hoch und rot sollte man wieder runtergehen. Dann mache ich das doch. Weil so ganz verkehrt liegt dieser Kompassreiseführer ja nicht. Das heißt dann, ich gehe jetzt hier die grüne Linie, den Bergsteig entlang. Man muss hier echt aufpassen auf den Stein, dadurch, dass das noch nass ist, ist wie Schmierseife wieder. Von der Steigung würde ich behaupten, sind wir hier schon bei 20%. Echt steil. Diese Wanderwege vermitteln einem immer so dieselben Gefühle. Unter anderem, wenn immer was schief gehen sollte, findet einen hier niemand wieder. Der andere Punkt ist, dass das durch dieses Fordern unheimlich gut tut, dass man das dann geschafft hat irgendwann. Ist halt immer ein Erlebnis. Wobei man merkt, dass man zwischendurch auch so ein bisschen das Gefühl hat, Kondition könnte besser sein.
Ich bin nicht unfit, aber manchmal denke ich mir, man könnte fitter sein. Da renne ich hier eine Stunde durch den Wald und das Erste, was man oben sieht, ist ein Bulli. Den Forstweg habe ich jetzt gekreuzt und dann geht es erstmal sehr angenehm weiter hier auf dem weichen Waldboden. Kaum Steigung. Hab die dicke Jacke ausgezogen, die dünne Wind- und Regenjacke an, weil wir schon im zweistelligen Bereich sind von den Temperaturen, so bei 11 Grad, glaube ich, waren es. Und dann ist das schon sehr warm mit einer richtigen Jacke, die eigentlich so für die Temperaturen ab 5 Grad und weniger geeignet ist. Naja, auf jeden Fall, der Weg führt hier gerade rüber, über den Forstweg. Gerade den Weg noch gelobt und jetzt kommen wieder meine heißgeliebten Treppen hier hoch, damit es auch gut in die Waden geht und in die Oberschenkel. Hier sind jetzt rechts und links von mir schon die Felsen, die richtig schön hochgehen. Das ist immer ein gutes Zeichen, dass man dann mehr oder weniger an einem der höheren Punkte ankommen wird. Kann zwar noch ein bisschen dauern, aber die Richtung stimmt. Ich gehe jetzt gerade hier diese endlose Treppe hoch und finde das auch nicht schlimm, dass hier überall Totholz liegt. Aber dieses Ding hier ist schon übel, wenn ihr euch jetzt überlegt, ihr kommt hier runter, stolpert kurz und zack, könnt ihr hier Vlad der Fehler spielen. Das ist echt eine üble Spitze hier. Ansonsten erahnt man da hinten durch schon so ein bisschen die Schrammsteine, glaube ich. So viel zu meiner Theorie. Wenn die ersten Steine hier schön sind, der Himmel schon zu sehen, dann ist man bald oben und hat eine gute Aussicht. Dem ist gerade nicht ganz so. Es geht definitiv noch weiter. Entlang dieser Felswände geht es immer noch hoch. Aber wunderbar. Hier so links vom Weg ist so ein kleines Wasserbecken. Sieht aus wie ein, so ein Auffangbecken halt, ne? Sehr unscheinbar. Ich dachte erst, das wäre eine Lichtung und habe mal geguckt, ob hier irgendwelche Tiere zu sehen sind. Weil von den Spuren her laufen hier schon Tiere, aber gesehen habe ich noch nicht ein einziges. Ob das gut ist oder schlecht, lassen wir mal dahingestellt sein. Das Wasser oder der Tümpel hat auf jeden Fall auch schon bessere Zeiten gesehen, was den Sauerstoffgehalt angeht. Ja. Und da vorne geht's ins Erdreich. Da lässt sich doch schon was erahnen. Auf jeden Fall ein Gebäude. Rechts wieder so eine Nationalparktafel. Da muss doch jetzt auch irgendwas hier sein. Ja, hier auf dieser Infotafel steht zum Beispiel, dass der große Winterberg ein Gipfel aus Basalt ist. Den großen Winterberg bildet erkaltetes vulkanisches Gestein. Den dunkelgrauen Basalt findet man als Säulen oder Blöcke auf dem Gipfel. Dieser ist 556 Meter über Normalnull. Die höchste Erhebung der rechtselbischen sächsischen Schweiz. Er liegt nur etwa 1 Kilometer Luftlinie neben der Elbe, aber fast 450 Meter über ihr. Basalt verwittert zu nährstoffreichen, aber auch wasserstauenden Lehmen und Ton. Diese bewirken kleine Quellenaustritte am Berghang, so wie hier einmal dargestellt. So. Und ich gehe jetzt dort weiter Richtung Aussichtsturm. Auch sehr schön. Sie haben es geschafft. Ausschank auf dem Vulkan, der große Winterberg. Herzlich willkommen in 556 Meter Höhe. Der Aufstieg zum Aussichtsturm ist zu. Das ist schon eine herbe Enttäuschung jetzt. Klassisch Dixies hier. Immerhin. Ich gucke mal, ob man von der anderen Seite vielleicht irgendwie drankommt. Das wäre jetzt natürlich übel. Also ich bin ja nicht schnell angepisst, aber das nervt mich jetzt schon hier.
Es ist nicht viel, was man da höher kommt, aber man ist auf jeden Fall über den Baumwipfeln und würde was sehen. Sieht eh ziemlich verlassen aus. Ja. Ja, mal sehen. Ja, vor dem ersten Abgesperrten, was ich euch gezeigt habe, war noch so ein Holzweg. Den habe ich vor Entsetzen am Anfang gar nicht gesehen. Da steht auch Richtung Aussichtsturm. Ich hoffe mal, dass das dann offen ist. Ja, es sieht erstmal so aus. Nein, leider nicht. Auch hier ist Ende. Das Gittertor geht zu so einem Sendeturm fürs Handy und Funknetz. Und da die Tür ins Türmchen ist, zu. Ja. Ja, was soll ich jetzt noch groß sagen? Die Tour zum großen Winterberg, letztendlich ein Riesenflop. Ich will mich jetzt hier gar nicht groß negativ noch auslassen. Das war's für dieses Video. Macht's gut, euer Markus.